Jetzt geht es um den sogenannten Betrag einer komplexen Zahl. Das Wort Betrag kennt man schon von Vektoren, in der Physik vielfach von Kraftvektoren. Da hat man dann so einen Kraftpfeil von irgendeiner Kraft F und der Betrag ist exakt die Länge dieses Pfeiles. Wenn der Betrag doppelt so groß ist, ist die Kraft doppelt so stark. Na, übertragen auf unsere komplexen Zahlen, wo kommen da solche Pfeile vor? Natürlich in der gaußschen Zahlenebene. Gaußsche Zahlenebene war die Ebene, wo man den Imaginärteil einer komplexen Zahl gegen den Realteil aufträgt. Und wenn ich dann mal 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, 1, 2, 3 und minus 1, minus 2, minus 3 auftrage, dann kann man zum Beispiel die komplexe Zahl z gleich 2 plus i, kann ich auftragen, indem ich sage 2 in diese Richtung im Realteil und der Imaginärteil ist 1, also 1 nach oben. Und dann hätte ich hier einen Pfeil, der zum Punkt 2, 1 in dieser gaußschen Zahlenebene führt. Ja, und analog zu dem, was ich bisher gesagt habe, ist der Betrag dieser komplexen Zahl jetzt die Länge dieses Pfeiles. Damit ist auch klar, wenn man keinen Imaginärteil hat, sondern nur einen Realteil, das heißt, wenn ich z gleich 2 hätte, dann würde der Pfeil nur in diese Richtung zeigen und wäre automatisch zwei Einheiten lang. Genauso, wenn ich gar keinen Realteil habe, sondern nur einen Imaginärteil und ich sage z ist gleich 3i, dann würde der Pfeil nur nach oben zeigen und wäre ebenfalls drei Einheiten lang. Ja, und etwas schwieriger wird die Sache, wenn man sowohl Realteil als auch Imaginärteil hat. Und ja, da hilft der Satz des Pythagoras weiter, der in rechtwinkligen Dreiecken wie diesem gilt. Und der sagt, das Quadrat der Hypotenusen ist genauso groß, das Quadrat der Katheten ist genauso groß wie das Quadrat über die Hypotenuse. Jedenfalls, wenn man die Summe aus diesen beiden Kathetenquadraten bildet. Selbst wer dem Satz des Pythagoras nicht so viel abgewinnen kann, kann also einfach dem Gedankengang folgen. Und wenn ich das dann auflöse, diese Regel, dass ich also sage, wenn das hier der Realteil von z ist und das der Imaginärteil von z in diesem Dreieck, und das ist der Betrag r, den ich gerne rauskriegen möchte, dann kann ich aufstellen, dass r Quadrat gleich Imaginärteil von z in Klammern zum Quadrat plus Realteil von z in Klammern zum Quadrat ist. Das ist eben genau dieser Satz des Pythagoras. Und es ergibt sich, ich will ja nicht wissen, was r Quadrat ist, sondern was r ist, dass ich da noch dann die Wurzel daraus nehmen muss. Und dann hätte ich hier ist gleich Wurzel aus Imaginärteil von z zum Quadrat plus Realteil von z zum Quadrat. Also für unser Beispiel, z ist gleich 2 plus i. Daraus folgt, der Betrag der Zahl r ist nichts anderes als Wurzel aus, ja gut, Imaginärteil plus Realteil oder auch umgekehrt. Fangen wir mal hier an, dann haben wir hier eine 2 Quadrat plus ein i, also 1 Quadrat. Und das wäre nichts anderes als Wurzel aus, naja, 5. Und das kann man dann in den Taschenrechner eingeben, wenn man noch wissen möchte, wie lang das dann genau ist. Und wenn man das eingibt, kommt raus 2,24. Das wäre der Betrag dieser Zahl. Und das kann man wirklich auch mit Betragsstrichen schreiben. Das heißt, statt dieses Rs kann ich auch schreiben, das ist der Betrag von z. Und wenn ich eine andere imaginäre Zahl nehme, andere komplexe Zahl nehme, zum Beispiel 3 minus 5i, kann ich auch wieder sagen, der Betrag von z ist nichts anderes als die Wurzel aus, ja, 3 Quadrat. Und da ich das Ganze sowieso quadriere, ist es ganz egal, ob ich da ein Minus- oder ein Pluszeichen habe, denn das hebt sich ja hinweg und ich nehme nur das, was vor dem i steht. Ich nehme also nicht das i selber mit und also nur diese Zahl und dann wäre das 3 Quadrat plus 5 Quadrat. 3 Quadrat ist 9, 5 Quadrat 25, ist also Wurzel aus 34. Und Wurzel aus 34 ist nichts anderes als 5,14.
8, 3. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Z gleich minus 5 plus 3i. Ja, dann wäre Z-Betrag gleich, wiederum die Wurzel aus. So, das Minuszeichen vor der 5 kann ich mir sparen, denn ob ich minus 5 Quadrat oder 5 Quadrat nehme, da kommt nichts anderes raus. Und dann die Zahl, die vor dem i steht, plus 3 ebenfalls Quadrat. Ja, 25 und 9 sind wieder 34. Und dann hätte ich auch hier Wurzel aus 34 gleich 5,83. Ja, so viel zum Betrag von komplexen Zahlen. Wenn man das in der gaußschen Zahlenebene zeichnet, kennt man den Satz des Pythagoras, ist es sofort völlig offensichtlich. Wenn man den noch nicht besprochen hat in Mathe, dann kann man sich das einfach mit dieser Formel hier merken, unter dieser Wurzel einsetzen, eintippen und dann kriegt ihr den Betrag auch raus.